Vielen Dank. Frankfurt-Oder, du hast auch viel mit Berlin zu tun. Zumindest kriegt man den Eindruck, wenn man dein momentan sehr viel gespieltes Video sieht, 3 Millionen, was uns eben auch hier jetzt da drauf gebracht hat, weil wir das so toll fanden. Du bist aber gar nicht in Berlin aufgewachsen, gell? Nee, ich bin ja... Nein, also du kommst... Das, was ich also vorhin gesagt habe. Du bist jetzt gar nicht so Berliner. Also das, dass du in Braunschweig, das war jetzt mein Lapsus. Ich habe 6 Jahre in Berlin gewohnt. Okay, ja, das soll gelten. 5,5. Ja, dann bin ja ich auch Berliner. Yes. Am Ende ist es, glaube ich, so, dass wir die Videos immer hier drehen, weil ich das immer mit dem einen Typen drehe und unser Budget gerade jetzt irgendwie einfach so ist, dass wir auch gar nicht weiter wegfahren können. Und trotzdem ist es natürlich, ist Berlin eine gute Stadt, um auch gerade außerhalb gut zu drehen. Das haben wir jetzt gerade für uns entdeckt. Wir drehen eigentlich nur noch im Wald da irgendwo. Okay. Also eigentlich auch sogar Richtung Frankfurt-Oder daraus. Für was? Für welchen Song dreht ihr gerade? Wir haben gerade für Liebe ist leise gedreht. Okay, schön, ja. Super. Aber gerade jetzt, vorgestern oder so. Und dieser 3-Millionen-Song, ist es aber jetzt auch tatsächlich, also die Assoziation ist sehr stark irgendwie Berlin, ist es für dich aber einfach nur halt eine große Stadt und dann habt ihr halt Berlin genommen oder ist es für dich schon tatsächlich was Berlin-Spezifisches? Beim Songschreiben war das, glaube ich, so, dass diese 3 Millionen irgendwie da war und dann kam der Rest irgendwie und dann ist ja für Deutschland einfach, dann geht ja nur noch Berlin. Aber ich habe es... Und für mich war meine Berliner Zeit auf jeden Fall so, dass ich so schon sehr auf der Suche war. Das geht, glaube ich, ganz vielen so. Und ich glaube, ich bin hier 5 Jahre lang Party machen durch die Gegend gelaufen und habe irgendwie das Glück gesucht. Und das beschreibt der Song eigentlich nur. Vielleicht im etwas schlechteren Zustand. Und das hat schon ganz gut gepasst am Ende. Also eigentlich ist das natürlich ein Berlin-Lied, was sonst. Ja. Liebe ist kein Rock'n'Roll, sagst du. Früher war das ja schon deutlich rock'n'rolliger auch, was du gemacht hast. Was ist dazwischen passiert? Warum hast du jetzt mehr Lust auf diese leiseren Töne? Als ich mit Bosse angefangen habe, waren mir irgendwie von vornherein, habe ich mir so 2 Ziele gesetzt. Das erste Ziel war, ich möchte irgendwie nicht, dass das eine Band wird, die sich irgendwann wieder auflöst, so wie die erste. Und dass man da in so einem Vierer-Fünfer-Dings hängt. Das heißt, ich wollte irgendwie mehr Möglichkeiten haben, mit mehr Leuten arbeiten. Und das zweite Ding, was ich unbedingt wollte, war, dass ich eben mich nicht wiederholen möchte. Das heißt, ich habe keine Lust, dass das dritte Album so klingt wie das erste. Und das erste Album war irgendwie so ein, glaube ich, so ein sehr suchendes Album, weil ich da gerade so als Künstler so angefangen habe, wirklich mit Bosse. Das zweite war da so ein Konzept-Rock'n'Roll-Album. Und dann war mir ganz klar, dass das dritte eben genau das Gegenteil wird oder auf jeden Fall nicht mehr ganz so ein starkes Rock'n'Roll-Album. Und habe ich eben diesen Typen gefunden in Köln, den Jochen Narf, und der ist daran, glaube ich, auch sehr beteiligt, dass es jetzt so klingt, wie es klingt. Okay. Die Familie ist für dich, glaube ich, sehr wichtig, kriegt man auch so in den Medien mit. Und jetzt gerade hängt ihr aber so ein bisschen, wisst ihr gar nicht, wie es genau weitergeht, hast du vorhin beim Abendessen gesagt. Wie ist jetzt die Planung so für euch drei? Na, unser Plan war im letzten Jahr auf jeden Fall so ein bisschen durcheinander gekommen, weil irgendwie meine Frau türkische Schauspielerin ist und wir dann eben von Hamburg an die türkische Ägäis gezogen sind. Und ich eben dann zum Arbeiten nach Deutschland gekommen bin. Und mittlerweile ist da aber erstmal Pause. Und jetzt gucken wir mal, was das Jahr so bringt. Also könnte sein, dass wir im nächsten Monat da wieder rüberfliegen. Könnte auch sein, dass wir noch ein bisschen hierbleiben. Aber das ist nicht so schlecht, wie man jetzt so denkt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So ein Mandarinenbaum im Garten und so. Ist alles in Ordnung. Cool. Ja. Sehr schön.